Hallo Matthias. Hallo Sven. Einen schönen Muttertag dir wünsche auch. Ich dir. Danke. Das finde ich immer so. Nein, liebe Grüße an deine Mutter, das hat sie sehr gut gemacht. Vielen Dank, dass sie uns ist auch ein Tätigkeitsnachweis, mit dem ich mich fast jede Woche treffen darf und finde das ganz hervorragend. Liebe Grüße, eine Umarmung. Ich hoffe, die guckt heute. Ja, und an alle Mütter überhaupt, oder? Ja, und zwar unsere Mütter, nicht die gebärfähigen Personen. Also ich meine, das kommt ja noch wahrscheinlich, oder? Oder heißt es schon gebärfähige Personentag? Ich glaube, es sollte so heißen. Es ist auch die gebärfähigen Personensprache. Und ja, aber da sollten wir nochmal ausführlicher drüber sprechen. Vielleicht gegen Ende der Sendung nochmal, was der Unterschied zwischen Mutter und gebärfähiger Person ist. Weil wenn ich da jetzt anfange, kommen wir gar nicht zu den vielen anderen schönen Sachen. Wie möchtest du? Vergessen wir das. Nein, heute ist Muttertag. Gut, dann musst du dir das merken und darauf steht dann nochmal zurück. Ich schreibe mir das auf. Ja. Ich merke schon, du hast eine andere Agenda. 12:02, dann legen wir los. Wir schrecken die Leute ja immer ab und wenn wir dann am Anfang schon so tiefgründig sind und ich glaube, die wollen ja erstmal was Lustiges oder so. Und deshalb würde ich gerne über den Coronation Day sprechen. Das war Eisenstein zum Beginn der Corona-Pandemie. Nein, das war nur Coronation. Du willst was ganz anderes sagen wahrscheinlich. Ich will natürlich auf King Charles eingehen, der ja mit seiner Krönung, Coronation wäre das zum Staatsprinzip Erheben einer Krankheit, Corona-Nation, so als Kofferwort. Mhm. Aber das war es gar nicht, sondern es war ja eigentlich die Krönung von King Charles. Und ich konnte ja leider gar nicht dabei sein. Und viele andere Leute, und denen bin ich sehr dankbar, haben mir den Vorzug gegeben vor King Charles. Sie waren nämlich in Kevela dabei, als ich eine Führung im Werk meines Onkels gemacht habe. Und das wollte ich dir noch sagen, das war sehr schön und wir alle haben dich vermisst. Und die Leute haben zum Beispiel sowas hier gebastelt und mir geschenkt. Das sind diese herrlichen Team-Mensch-Aufkleber. Ja? Das heißt, du bist wirksam. Oder, was ich auch sehr liebe, ist dieser transhuman durchgestrichene Button. Das müssen wir, glaube ich, erklären. Das ist jetzt nicht transfeindlich per se, sondern es geht, glaube ich, um den Transhumanismus. Müssen wir auch nochmal drüber reden, was man alles kritisieren darf und was man nicht kritisieren darf. Was mich sehr gefreut hat, war auch, das würde dir wahrscheinlich auch mal gut tun, ich sehe jünger aus als im Fernsehen, wurde mir gesagt. Ah ja, okay. Das würde mir auch mal gut tun, was meinst du, wenn mir jemand sowas sagen würde? Hast du die Leute dafür bezahlt, dass sie sowas sagen? Nein. Ich glaube, ich hatte ja gedacht, du schenkst mir das zum Muttertag und bezahlst die Leute, dass die das sagen. Also das tat so gut. Wobei dann im nächsten Satz direkt kam ja der Daniele Ganser, der sah ja auch sehr gut aus. Naja, ich kriege da immer noch Hinweise auf alles, was Daniele macht, immer mit dem Hinweis der mit den guten Haaren. Genau. Nimm das nicht persönlich. Verstehe ja, ein bisschen, ja, ich gönne ihm das ja auch. Und der steht ja auch stark im Wind und das möchte ich alles nicht haben, was der an den Gegenwind bekommt. Aber jetzt verwende ich schon das Shampoo. Vielleicht ist auch eine Gelegenheit, mal auf unseren Shop zu verweisen. Glanz und Ganser, das Spezialshampoo von B&B. Ja, ja. Ist das Original Daniele Ganser Shampoo und dann kann jeder so aussehen wie Daniele Ganser. War das eben mit dem Wind? Nein, also was? Die Wind und die Frisur sitzt. Oder ja, natürlich. Drei Wettertaft. Ja. Okay, schön. Gut. Und letzter Punkt dazu noch, was mich dann wiederum getröstet hat, es wurden dann auch Selfies mit mir gemacht. Hatte ich auch noch wenig Erfahrung mit sowas. Also es hat mir, fand ich sehr, sehr spannend. Und wenn die Personen mir die nochmal schicken könnten, dann kann ich mich auch nochmal daran erinnern, würde ich mich sehr freuen. Und ich darf daran erinnern, am 15. Juli gibt es nochmal eine Führung zum Abschluss der Ausstellung. Also wer mag. Und es geht natürlich dabei in erster Linie jetzt um Kunst und dann in zweiter Linie um meine Frisur. Aber wer mag, mag kommen. Und noch schöner fände ich ja, wenn wir beide mal in der Verfassung wären, so ein Event durchzuziehen mit Leuten, weil das echt spannend ist, mit ins Gespräch zu kommen. Weil wir haben echt liebe Fans, die sehr diskret und rücksichtsvoll und ja zugewandt sind. Fand ich schön. Hätte ich gerne mit dir geteilt. Und sonst bei passender Gelegenheit. Ich wünsche mir ein B&B analog und daran werden wir mal arbeiten. Ja, das wollte ich loswerden. Ja. So, und dann sehen wir besser aus als Prince oder King Charles. Also das muss man ja nochmal sagen. Das ist ja keine Kunst. Ich habe da nur ganz kurz reingeguckt, habe den Sensenmann gesehen und du sicherlich auch. Und ansonsten, ich habe es komplett ignoriert. Wieso der Sensenmann? Ach so, ich dachte, du wolltest darüber sprechen jetzt, über die Coronation. Nee, das war eigentlich nur ein mieser Aufhänger, um mich selbst zu feiern. Okay, na gut, nee, du willst ja gar nicht. Ich habe da, glaube ich, anderthalb Minuten im schwedischen Fernsehen reingeguckt und gedacht, der sitzt da so wie ich, wenn er ESC läuft.
Also nickt so ein und naja, schlaft er wieder ab. Also ich, gut, wenn du darüber auch gar nicht sprechen wolltest, lassen wir das weg. Ja, ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Ne? Was gibt's denn an neuen Meldungen? Außer meinem 20-Minuten-Vortrag über den Muttertag, den du jetzt gerade verhindert hast, was gibt es an neuen Meldungen? Ich habe meine Gasrechnung bekommen, das möchtest du wahrscheinlich nicht wissen fürs letzte Jahr. Ich musste dann nochmal an unser Gespräch von vor einigen Wochen denken. Du hast ja da über deine Heizölrechnung berichtet. Ich kenne das ja aus Dänemark, waren die Preise für Pellets auch viermal so hoch. Ich habe eine hochinteressante Rechnung bekommen. Ich glaube, die war dreimal so hoch fürs letzte Jahr, obwohl ich ja kaum da war. Das heißt, du hast den Verbrauch gesenkt, aber die Kosten erhöht. Genau. Genau. Und wir sprachen darüber, deswegen nehme ich das nochmal auf, weil mich oder uns viele darauf hingewiesen haben, dass ja die Rechnungen für Mieter erst recht die in Mehrfamilienhäusern viel später kommen. Und nehme gerne Hinweise von euch, die ihr hier zuhört, also wie denn das so bei euch sich gestaltet. Die müssen ja jetzt kommen, diese Abrechnungen, und ich, für mich sortiert sich das ein. Wenn du mir das erlaubst, diese persönliche Bemerkung. Du sprichst ja auch in zwei Wochen mit Herrn Tom Lausen. Herr Tom Lausen, ein guter Freund, wohnt ja da, wo ich früher wohnte. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, auch so in der Region Stade, das ist bei Hamburg. Und da entnehme ich nur wieder der Lokalpresse, dass viele Menschen dort inzwischen zahlungsunfähig und insolvent sind. Also das auch schon in der lokalen Presse wohl irgendwie das gemeldet wird, und hörte dann neulich auch von meinen Frauen, die hier im Norden Deutschlands wiederum unterwegs sind, wie ich ja auch, dass in den Fußgängerzonen, in den nahegelegenen Städten auch viele betrunkene Anzugträger herumirren, was vorher nicht der Fall war, die offensichtlich kein Dach mehr über dem Kopf haben. Da hätte ich also gerne Hinweise von überall, wenn sich das mehrt, wenn sich dieser Trend im persönlichen Umfeld bestätigen lässt. Ja, endlich mal raus aus der Komfortzone. Das ist time for change. Und wir haben lang genug uns gewehrt gegen diese neue Normalität, und die holt uns jetzt ein. Ja, da ist die 15 Minuten statt schon Wirklichkeit. Das nennt man Clanwirtschaft, oder? Ja, ja. So hieß das ja früher auch. Die haben nur einen Plan, und dann gibt es keine Wirtschaft mehr. Clanwirtschaft. Ach, Clanwirtschaft. Ja, ja, früher war das ja anders. Ja. Oh, Osten, soweit ich das weiß. Oh, wie schrecklich. Entschuldigung, da sollte man gar keine Witze drüber machen. Aber es ist vielleicht dann doch auch wieder etwas, was auf Ansage kam. Ja, das sind ja wahrscheinlich Menschen, denen das jetzt trifft, die vielleicht die Gelegenheit, sich politisch gegen bestimmte Corona-Maßnahmen, gegen bestimmte Russland-Sanktionen hätten engagieren können, das nicht für notwendig erachtet haben und wundern sich jetzt, dass die Realität sich so schlagartig ändert. Ja, ich denke, da bleiben wir mal dran. Also wenn du jetzt noch mehr Dinge hast aus der vergangenen Woche, wir wissen ja beide, wir müssen über das reden, was du gerade sagst, aber auch über die Coronation und die Plandemie. Ich würde vorher gerne... Ich habe noch aktuelle Meldung. Oder machst du? Nein. Rattingen, hast du dazu eine Meinung? Rattingen habe ich nur entnommen, dass die Corona-Leugner Feuerwalzen irgendwie durch die Stadt schicken, keine Ahnung, und sich in die Luft jagen. Ich bin nicht so richtig im Bilde, sag mal, worum es geht. Also interessant ist ja wieder mal, es gibt ein Phänomen und es gibt einen Diskurs. Mhm. Und das eine hat nur geringfügig mit dem anderen zu tun, weil da ist offensichtlich jemand in einer psychisch prekären Situation veranlasst gewesen, weil er aus irgendwelchen Gründen mit der Polizei konfrontiert war, eine Sprengung herbeizuführen, bei der er und auch die Ordnungskräfte verletzt wurden. Man fand dann auch noch eine Frauenleiche, die seit längerer Zeit tot ist in seiner Wohnung. Und ich würde sagen, das alles spricht für, sagen wir mal, nicht gerade grandios geordnete biografische Verhältnisse, würde ich jetzt so sagen. So. Und ein Zusammenhang zum Corona-Leugner-Narrativ wurde hergestellt, sogar von dem Innenminister Nordrhein-Westfalens, dem Herrn Reul, wurde danach aber wieder dementiert und steht aber natürlich nach wie vor im Raum, und es ist dann wieder Corona-Leugner-Terrorismus, und es geht wieder los. Also man bedient wieder ein Narrativ, und was ich daran erschütternd finde, da kommen wir vielleicht dann gleich auch noch drauf, ist, wie sehr das dann tatsächlich auch greift, weil eigentlich ist ja
dieses Wort Corona-Leugner und der damit bezeichnete Menschengruppe ja ein Produkt einer Propagandamaschine, die eigentlich politisches Engagement vernichten oder diskreditieren soll, das in der Sache ja sehr argumentativ und vielleicht auch auf der richtigen Seite der Wahrheit war in der Zeit. Und nichtsdestotrotz sind das ja üble Subjekte, denen man alles zutrauen kann, insbesondere eine Primärmotivation zur Schädigung von Menschenleben im Zusammenhang mit Bombenexplosionen in Ratinger Hochhäusern. Also was soll das? Also ich finde das hanebüchen, zumal in anderen Zusammenhängen ja man immer sehr zurückhaltend ist mit der Unterstellung von Motiven. Da beschreibt man erstmal einen Sachverhalt. Also wenn dann zum Beispiel jemand auch mit einer Machete in einem Fitnessstudio sich gütlich tut, dann ist man da ja auch zurückhaltend. Ja. Ja, aber das halt gelernt, nicht, über diese 3 Jahre, denke ich. Also, dass man immer, wenn irgendetwas passiert, was auf ungeordnete Biografie hindeutet, dass man dann automatisch und reflexartig den Corona-Leugner einfach dazu schreibt. Mhm. Oder? Plus Terror. Das haben wir ja jetzt gelernt. Jeder, der einen an der Waffe hat, der muss ja Corona-Leugner sein, können wir es auch zusammenpacken. Ich habe in dem Zusammenhang noch was anderes rausgenommen. Ich wollte nur die Frage noch mal kurz erwähnen. Das fand ich auch sehr schön in der nicht mehr so viel gelesenen Tageszeitung der Taz, dass man ja auch die Frage dort stellte, warum es denn jetzt noch Querdenkerversammlungen irgendwie gibt, weil die Pandemie ist doch vorbei. Das finde ich ganz interessant. Also dass man auch sagt, was habt ihr denn da? Was wollt ihr denn überhaupt jetzt noch? Also was will denn überhaupt Querdenken? Und also weiter entfernt von, haben wir noch was zu besprechen, müssen wir noch reden. Ich glaube, weiter entfernt können wir nicht voneinander sein. Die Taz einfach sagt ja, was denn jetzt? Was wollt ihr denn noch? Ich glaube weiterhin, wir müssen reden. Ja, absolut. Absolut. Ja, nee, was ich sagen wollte, bevor wir uns der Pandemie zuwenden, ja, was wir müssen, auch wenn jetzt viele schreien weglaufen, aber ich glaube, es gibt ein paar neue Dinge, die wichtig sind. Den Paragraph 188 Strafgesetzbuch vornehmen, weil ich habe dich vorgewarnt, du hast es auch sicherlich gelesen und ich bin einfach verunsichert, was wir überhaupt dürfen. Ich nehme zur Kenntnis, um das mal einzusortieren, dass General Strack jeden Monat 250 Strafanzeigen stellt und Frau Schepperli irgendwie fast das Doppelte, also 30 in der Woche, nee, das ist fast die Hälfte. Also jedenfalls mit Strafanzeigen nur um sich wirft, wegen Beleidigung, Verleumdung und so weiter. Und habe gar nicht verstanden, warum das geht. Die müssen das zum Glück ja auch nicht bezahlen, ihren Anwalt. Deshalb der 188 Strafgesetzbuch. Und du hast den auch gelesen. Das finde ich irgendwie weiterhin verwirrend. Ich bin kein Jurist, aber da stehen Dinge drin, die ich nicht so richtig zusammenbekommen. Möchtest du mir das erklären? Oder? Ich will erstmal die Problematik schildern, warum das für uns so wichtig ist, weil wir beide sind ja sehr gesetzestreue Menschen. Und höflich. Und höflich, die ja schon aus diesen beiden Gründen heraus niemandem zu nahe treten wollen. Aber als die Kunstfiguren, als die wir hier unterwegs sind, gehört es ja zu unserem Geschäft, auf dem Wege der Satire politische Verhältnisse sichtbar zu machen. Und weil Politik, und das ist ja ein großer Makel, der vielleicht durch die KIs abgelöst werden wird, bisher noch von Menschen betrieben wird, kann es sein, dass wir dabei mitunter über Menschen und die Qualität ihrer politischen Arbeit auf humorvolle Weise urteilen. Ja. Und dann ist natürlich Humor eine sehr ungleich verteilte Ressource. Das heißt, es kann nicht jeder darüber lachen, wenn über ihn Witze gemacht werden. Und was dazu führt, dass man dann das auch als mal Beleidigung erlebt. Mhm. Und diese Beleidigungen, die werden jetzt in den Bereich des Strafbaren gerückt. Und zwar unter 2 Bedingungen. Und ich habe das gerade mit meiner Tochter, die jetzt im ersten Semester Jura ist und gesagt hat, wehe, du berufst dich auf mich, diskutiert. Das hat ja geklappt. Und da werden 2 Bedingungen genannt. Das eine ist, also das erste ist, und das verstehe ich schon nicht, die Beleidigung wird dann strafbar oder die Verleumdung oder überhaupt auch die satirische Thematisierung, sage ich jetzt mal vorsichtig, das sind für mich nicht so ganz definierte Grenzen, wenn sie in Zusammenhang steht mit der Wahrnehmung ihrer politischen Position oder Funktion. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Hast du es auch so gelesen? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Person XY ist eine unansehnliche Schlampe mit einem IQ einer Heuschrecke und beziehe das auf das Privatleben, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Wenn ich das aber... Das ist die Frage, ja, genau. Also du hast recht.
die Beweggründe in diesem 188 sind ja ausdrücklich genannt. Ne? Aus Beweggründen, die mit der Stellung im öffentlichen Leben zusammenhängen. Du meinst, du könntest ansonsten einfach drauf losbeleidigen. Nee, weiß ich nicht, aber das würde dann in einen anderen Paragraphen wahrscheinlich fallen, eine andere Norm verletzen wahrscheinlich, aber jedenfalls ist dann, aber jedenfalls weiß ich nicht, ob man dann nicht vielleicht differenzieren sollte und sagen, ich habe dich jetzt gar nicht als Außenministerin beleidigt, sondern als Person, Bundeskanzler. Ja. Oder, nein, als Privatperson. Ja. Und es waren auch ganz andere Beweggründe und wo die, und das andere, und das fand ich jetzt noch interessanter ist das zweite, die zweite Einschränkung besteht ja darin, dass aus dieser Verleumdung, Beleidigung oder sonst heraus ein Erschwernis in der Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben folgt. Ja. Und zwar als, und genau, die muss zusammenhängen. Also es muss diese Beweggründe und dann auch noch, aber wie geht das? Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie kann das denn sein, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel XY ist Z? Könnte ich ja sagen so. Und das tue ich, und das Interessante ist, es geht auch gar nicht um die Reichweite. Also es geht nicht darum, dass möglichst viele Leute davon erfahren. Aber jedenfalls, wenn wir beide jetzt hier behaupten würden, das und das ist der Fall, oder würden das ironisch machen, dann würde plötzlich eine Person des öffentlichen Lebens bis runter zum Kommunalbereich sagen, oh Gott, ich kann meine Aufgabe nicht mehr wahrnehmen, es ist mir total erschwert, ich kann das jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann kommen wir beide ins Gefängnis. Ja. Weil ich das nicht verstehe, wie so eine Sprachäußerung in der Lage sein sollte, das politische Engagement zu erschweren. Also was ich mir vorstellen kann, ist, also ich nehme jemand die Mitarbeiter weg, ich schließe ihn von öffentlichen Kanälen aus, ich diffamiere ihn so in der Öffentlichkeit, dass keiner ihn mehr einlädt. Also all das, was mit uns passiert ist zum Beispiel, das erschwert uns ja die Teilnahme am politischen Diskurs maximal. Wir sind ja nicht mehr diskursfähig. Also wir könnten den Geld machen, aber weil wir ja keine Personen mit offiziellen Funktionen sind, fällt das nicht unter den Paragraphen 188. Richtig. Also mit uns, da wir ja nur Bürger sind, kann man das machen. Ah ja. Das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Und mit denen, die jetzt Politik machen, darf man das nicht. Jetzt wäre nur meine Frage, auch um uns aus dieser Klemme zu bringen, das habe ich aber dem nicht entnommen, ob es denn helfen würde, wenn wir eine Partei gründen und Politiker werden, so, weiß nicht, B&B-Party, beliebt und belesen, weiß ich nicht. Also dass man einfach sagt, wären wir denn dann fein raus oder können die sich auch gegenseitig anzeigen? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Es gibt ja diese Immunität und die Indemnität. Immunität heißt ja, dass du in der Wahrnehmung eines parlamentarischen Amtes ja erstmal von Rechtsverfolgung einigermaßen befreit bist und dass du auch, im Parlament saß, dass du da bestimmte Spielräume hast. Also können wir mal probieren. Ja, würde ich dringend, müssen wir auch machen, weil ja. Auch der Übergang von der Beleidigung zur Verleumdung, zur Ehrabschneidung, weiß ich nicht, was da noch alles drin steht, ist ja fließend und ich habe dann erstaunt zur Kenntnis genommen, dass bei wahrscheinlich gefühlter Verleumdung auch irgendwie, das beginnt bei 3 Monaten, ist aber nicht nach unten irgendwie geöffnet im Sinne von, es reicht auch eine Geldstrafe, also da ist man ja direkt im Knast. Wir sprachen über Herrn Kellner. Mhm. Das finde ich einen ganz, ganz merkwürdigen Paragraphen, auch ein ganz merkwürdiges Selbstverständnis von Politik bis hinunter in die Kommunalebene, sondern ich kann jetzt jeden eigentlich versuchen zu verklagen, durch den ich mich beleidigt fühle, weil er mich kritisiert. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass hier eigentlich sowas wie eine Kriminalisierung von Opposition stattfindet oder von bürgerschaftlichen politischen Äußerungen, die sich kritisch verhalten. Ja. Ja. Finde ich, wie soll man sagen, es hat moderne Züge. Also ich glaube, der Paragraph in der jetzigen Form ist von 2021, habe ich nochmal nachgeschlagen. Und passt eigentlich ganz gut in das neue Zeitalter. Ja. Ja. Gut, also wir Wie gehen wir damit um? Wir gründen jetzt eine Partei und äußern uns dann auch nicht mehr als Bürger, sondern als Politiker. Und im Übrigen sind wir natürlich weiter unfassbar höflich zu allen. Ja. Zu irgendwelchen. Ja. Nee, ich sage jetzt heute nichts. Aber das mit der Erschwernis der Wahrnehmung der Aufgaben, das habe ich nach wie vor nicht verstanden. Also das beruht wohl auf Vertrauensentzug. Dass man sagt, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir rühmen gar nicht jetzt die sportlichen Trampolinfähigkeiten der Außenministerin oder ihre politische rhetorische Wucht, sondern wir heben eher ab auf ihre Sanitärexpertise. Ja. Vorsicht, ich glaube, das hat auch der andere Herr gemacht. Eben. Ja, das würde ich sagen. Und da kann man, ja, es gibt ja so viel, was man an Menschen loben kann.
Na gut, also das Schöne ist ja bei uns, dass wir das alles genauso meinen. Wenn wir loben, meinen wir es so. Und wenn wir kritisieren, dann ist das natürlich immer Spaß. Genau. Satirefreiheit. Ja, das sollen wir mal. Ja, was darf Satire? Nichts, weißt nichts, du. Nichts. Hat doch schon Tucholsky gesagt. Wollen wir noch ganz kurz, bevor wir ein bisschen Pandemie machen, das ist ja hier ein komischer Teaser, ich habe das vergessen auf meinen Zettel, weil das wollte ich noch erwähnen, das wollte ich dir noch sagen, das ist mir nämlich gestern erst runtergekommen und ich fand das gut. Du weißt ja, dass ich ein großer Freund dieser KI bin, die demnächst alles für uns macht. Und da ist ja einiges wieder diese Woche noch so hochgeploppt. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Nein. Also ich habe persönliche Anmerkung, ich fand es ganz toll, dass sie meine Tochter jetzt wieder aus dem Verkehr gezogen haben, im Sinne des Wortes, weil sie die Grenze überfahren hat, also vom Einkaufen nach denen. Ja, sie hat sie überfahren. Passiert. Rote Linie passiert. Ja, und dann wieder mit Blaulicht rausgewunken wurde mit der, also so, das Auto bleibt jetzt hier stehen, du kannst zu Fuß nach Hause gehen, weil das dänische Überwachungssystem, das jedes Kennzeichen registriert, das über die Grenze bewegt wird, irgendetwas gefunden hat, was dieses Fahrzeug sofort stilllegt. Das, was ich schön fand, war daran, oder nicht schön, dass die Herren Polizisten der Fahrerin nicht erklären konnten, was, sondern einfach nur gesagt haben, es ist so wie in Brazil, ich weiß nicht, ob Menschen den Film noch kennen, von Terry Gilliam, wo der Buchhalter Tuttle oder Battle jedenfalls verwechselt wird mit einem Terroristen aufgrund eines Fehlers und diesem Schicksal dann auch nicht mehr entkommt, als Terrorist gehandelt zu werden. Das kann ihm auch keiner sagen, warum. Und das war in diesem Fall eben auch so, dass man sagt, wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, was die KI, was das System, was der Algorithmus jetzt gefunden hat in deinem Kennzeichen. Wir können es dir nicht sagen. Aber es wird was dran sein, weil die KI natürlich. Aber es wird natürlich eben. Ja. Es muss so sein, du darfst dieses Fahrzeug nicht mehr bewegen. Am Ende war es dann ein Fehler von der Bank, die irgendeinen Dauerauftrag nicht ausgeführt hat, über 17,20 Euro für die monatliche Kfz-Steuer, keine Ahnung. Aber das heißt, das Auto steht dann da und die zuständigen Humanoiden können es auch nicht beantworten und kann nicht sagen, woran es liegt. Der Mensch wird zum Interface der Maschine. Die Benutzeroberfläche der KI ist eine fleischgebundene, in einer Körperfunktion inkarnierte Polizistenfigur. Ich will das auch gar nicht zu lang machen, jetzt mal ganz kurz, lass mich das bitte einmal, Herr Buffett hat sich ja auch, der Warren hat sich ja auch geäußert. Dass Der Warren hat ja gesagt, dass er die KI für gefährlicher hält als die Atomwaffen. Immerhin. Ich dachte, die Armen. Die sind nicht gefährlich. Die machen ja, was man ihnen sagt. Also. Und nur noch zwei Schnipsel dazu. Es gibt ja den ersten KI-Roman, also wo ein Autor dann mit der KI zusammengeschrieben hat. Das fand ich ganz bemerkenswert. Ich möchte das gar nicht lesen. Was wir schon mal andeuteten, passiert jetzt, die KI kann ja dann auch lesen, was die KI schreibt. Dann brauchen wir ja keine Menschen mehr. Das ist das Problem. Diese Woche neu bei Spotify, dass viele Fake-Hörer, also die es nicht gibt, Musik von KI hören, von KI komponierte und eingespielte Musik. Das führt nun leider dazu, dass sie damit den tatsächlichen Menschen, die da auch ihre Musik einstellen, natürlich die Einnahmen wegnehmen. Weil es ja nur noch Hits, die KI geschrieben hat. Und die dann gehört werden. Von KIs. Die Charts werden dann dominiert von KI-Titeln. Genau, und so wird es dann kommen. Danach wird ja auch dann das verteilt, was da irgendwie reinkommt an Geld bei Spotify nach diesen Schlüsseln. Das ist immer so, gut, dann haben wir es doch geschafft. Ja, und die letzte Bemerkung, dann höre ich auch auf, fast jedenfalls, war von dem früher mal sehr klugen Blogger Fefe, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, klar kenne ich den. Der nochmal erinnerte an die Telefone mit Wählscheiben, das fand ich sehr süß, als es noch Wählscheiben gab, hatten wir viele Nummern im Kopf. Ja. Und konnten die auswendig. Seit es Smartphones gibt, haben wir keine Nummern mehr im Kopf. Und wenn jetzt, ist, was sich hier abzeichnet, die jungen Menschen sich alles von der KI schreiben lassen und auch nicht mehr lesen, es steht so die Frage im Raum, ob man nicht dann, wenn man das Lesen sein lässt, auch das Denken verlernt. Ich glaube, damit wären wir am Ziel unserer Wünsche.
Ich finde, die KI könnte einem schon ein paar Sachen abnehmen. Also ich finde so ganz verkehrt, also zum Beispiel zum Zahnarzt gehen, ja, oder sterben, ja, wenn es das okay ist, so, ich schicke die KI, aber so, für, das macht die natürlich nicht, ist ja klar. Was, sterben? Nee, das ja, kann für mich ja so, dass ich sage so, hier, ach komm, hier, ich habe keine Lust, mach du mal, so, so wie eine Doktorarbeit würde sie mir schreiben, aber für mich sterben, also das. Nee, das kann die ja nicht, die muss auch kann nicht. Nee. Ja, toll. So, jetzt du. Du wolltest ja, die. Was habe ich denn noch? Ich habe noch, den WHO-Vertrag des Bundes, dieser komische Regierungsfraktionen-Antrag da wegen Stärkung der WHO, fand ich auch nochmal bemerkenswert, weil, also erstmal interessant, unfreiwillig die Information, dass man diese staatliche Finanzierung der WHO ja brauche. Warum? Was ist der Grund? Nicht nur für die Aufgaben, die sie zu erfüllen hat, nämlich eine transnationale Ermächtigung zur Behebung von Pandemieereignissen, die auch im Bereich der Klimafrage jetzt relevant werden. Also auch Klima ist ja ein Gesundheitsthema, deshalb soll die WHO ja auch gesundheitsmäßige Kompetenzen bekommen. Ja. Sondern warum müssen wir das mit Staatsmitteln finanzieren? Weil es ja oft das Problem gab, dass sie von Privatpersonen finanziert wurde, stand in dem Antrag drin. Fand ich ganz interessant. Also das, was wir als Verschwörungstheorie immer wieder gesagt haben, es gibt den Einfluss von privaten Akteuren auf die WHO, wird in diesem Antrag durchaus thematisiert. Und als ob das damit aufhören würde, wenn wir das ganze Ding bezahlen und dass wir jetzt für unsere eigene Preisgabe unserer Souveränität größere Beträge an die WHO überweisen, finde ich mehr als notwendig, ehrlich gesagt. Ja, ganz. Ich würde das auf keinen Fall kritisieren. Überhaupt nicht, wo wir wieder bei Paragraph 188 sind. Wir verkneifen uns alle Kraftausdrücke, aber falls jemand Ironie nicht versteht. Wir finden es scheiße. Wir möchten sofort aus der WHO austreten. Genau. Und zwar dringend. Ja, du weißt, dass das RKI gerade eine Übung gemacht hat. Hast du gesehen? Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Was haben sie gemacht? Ach so, das war. Republik Globalland hat das RKI gerade geübt. Ja, verlinke ich mal. Ist ganz schön. Moment, aber also Republik Globalland, das ist doch, da werden doch politische Kategorien mehrere verwendet und ihrer Kombination führen die sich ja wechselseitig ad absurdum. Ja, ich weiß. Gut. Republik Monarchieland. Ich weiß nicht, was sie damit meinen. Globalland, das ist ja. Ja, Globalland wahrscheinlich. Also, ja, ja, schon, aber es ist ja. Entweder ist was global oder es hat eine nationale Verfassung, finde ich ja interessant. Und Republik, oh, ja. Fand ich ganz bemerkenswert. Was auch kam dabei raus? Weiß ich nicht. Das ist ja nur, dass sie üben halt alle das Gleiche. Das, was wir ja auch schon seit 2 Jahren sagen. Deswegen nichts wie raus aus der WHO. Ich würde gern dich nochmal ganz kurz auf den kurzen Auftritt von meinem besten Freund Bill irgendwie stoßen und verbunden mit einer Bitte an alle da draußen, wenn jemand den Originalbeitrag findet. Das muss von der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen sein. Ich bin eigentlich ganz gut im Recherchieren. Ich habe das aber nicht gefunden, das Original, nur bei Uncut News. Ich verlinke es. Oder hab das schon. Ich fand das ganz bemerkenswert und habe mich sehr gefreut, dass er da nochmal vorgetragen hat, was er jetzt schon kann und was auf uns zukommt. Bei mir ist das ein bisschen untergegangen. Nicht nur in der Tagesschau, auch auf unserer Seite. Denn Bild hat ja einen Paradigmenwechsel angekündigt in der Behandlung, nicht nur Behandlung, sondern auch in der Erfassung, was jetzt gerade, welche Pandemie gerade unterwegs ist. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es ist schon ein wichtiger Punkt. Nein, was mir alles entgeht, ja. Ach so. Er hat das nur ausgeführt, dass er sagt, wir machen das nicht mehr, das ist alles viel zu mühsam mit diesen komischen Teststationen und diesen ganzen Kram. Das machen wir alles zu Hause. Ab jetzt. Das heißt, man testet zu Hause mit so einem besonderen neuen Stäbchen. Nicht nur auf Covid, sondern auf alles andere auch, was man möchte. Mhm. Das wird dann erfasst übers Handy, übers Smartphone. Und wenn du infiziert bist, dann erfährst du ja auch gleich, dass du dich isolieren musst. Mhm. Und wenn du dich nicht isolierst, ist ja auch klar, dann weiß der Smartphone-Bewegungserkennung, dann kann man da ja auch agieren als Behörde und sagen, gut, dann ist dein bedingungsloses Bürgergeld halt weg. Ach ja. Auf deinem Smartphone. Ja. Das fand ich insofern ganz schön, weil er sagt, also erstens, wir können da alles ermitteln und dann wird es noch nicht von Menschen betriebene Teststationen geben, um auch Blut zu untersuchen.
um die Ecke. Also das heißt, das gehst einfach raus, die 15 Minuten, gehst in so eine Kabine, wirst dann einmal gepiekst und danach weißt du dann, dass für dich jetzt eine Krebsimpfung ansteht oder was auch immer. Und ich komme nicht mal in den Genuss einer körperlich gut ausgestatteten Krankenschwester, die mir... Eines körperlich gut ausgestatteten Krankenpflegers, der dir irgendwo Sachen in Körperöffnungen steckt. Sondern ich muss irgendeinen Roboter machen. Ja, und das finde ich wirklich, dieser da hat er schon recht, das ist ein Paradigmenwechsel. Das letzte Motiv, irgendwie dem medizinischen System gewogen zu sein, ist ja damit er komplett zerstört. Ja, aber nochmal, er hat das ja schon fertig. Und das fand ich so gut an diesem Ausschnitt, dass er auch sagt, wir sind soweit mit der WHO, die ja ihm so ein bisschen gehört, bis gestern. Das heißt, wir haben auch die Fabrikationsanlagen fertig für diese Swaps, diese Abstreichdinger, die Stäbchen und können damit pro Reel, also pro Fabrikationsanlage 16 Millionen herstellen am Tag. Das heißt, Bill hat diese ganzen Infrastrukturen auch fertig. Ja. Wir erinnern uns, ne? Pandemic Preparedness, Impfstoffe Ecke. Steht auch im WHO-Vertrag groß drin, ne? Innerhalb von Stunden herstellbar, je nachdem, welches Virus er sich jetzt gerade ausgedacht hat, das es auch nicht gibt. Und dann wird eingesperrt und drauf losgeimpft. Ich finde, das verdient einfach mehr Aufmerksamkeit, dass er schon fertig ist. Jetzt fehlt nur noch die WHO als... Es fehlt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern Dankbarkeit. Absolut. Finde auch. Also der Kaiser, der muss doch auch mal ein bisschen gefeiert werden. Obwohl, ist das unter dem Paragraphen 188? Ich glaube, hat der ein Amt inne irgendwie in Deutschland? Dann dürften wir über den ja auch lustige Sachen sagen, oder? Da machen wir eine Sondersendung, nur 60 Minuten Beleidigungen über den Kaiser Will. Ja, aber der Sachverhalt ist natürlich erschütternd. Meinst du denn, ich meine jetzt mal ganz naiv gefragt, der ist ja auch Geschäftsmann, ne? Mhm. Der wird ja jetzt nicht so einen großen Investitionsaufwand betreiben, nur damit diese Dinger dann ungenutzt da stehen. Glaube ich auch Könnte nicht. Könnte da sein, dass dieses Gesundheitsthema in Verknüpfung mit dem Überwachungsthema vielleicht in Zukunft nochmal auftauchen könnte? Also ich kann mir das ja kaum vorstellen. Wir sind jetzt ja durch mit der Pandemie. Ja, wie die Tanz ja auch schrieb. Also was soll denn der Quatsch? Ja, und also ich glaube auch, er hat ja mal irgendwann gesagt, seine Investments seit 2000, seit er Philanthrop ist, hätten einen Return on Investment von 2000% gebracht. Also durchaus anders als vorher. Ich habe vorher schon sehr viel Geld verdient, aber das ist jetzt so das kapitalistische Nirvana. Ich glaube schon, dass da so manchmal eine Absicht dahinter steckt, Geld zu verdienen. Ja, da komme ich ja direkt zu meinem nächsten Sorgenkind, der Herr Ugo oder wie der heißt, von BioNTech. Hast du mitbekommen, was die für dramatische Gewinneinbrüche hatten? Ich meine, es ist ja sowieso so, dass man ja mit Impfungen kaum Geld verdienen kann. Das haben wir gelernt im Rahmen der Pandemie. Ich glaube, von Herrn K. L. aus. Jetzt haben die ja, glaube ich, viele, viele Milliarden eingenommen in den Hochzeiten und über die Vermarktung dieses lebensrettenden und pandemiebeendenden gentechnisch optimierten Menschenversuches? Was habe ich gesagt? Also dieser menschenrettenden Behandlung. Ja. Und jetzt bricht das ja nach und nach weg. Und man muss sich, also ich bin ja für Staatshilfen, ehrlich gesagt. Ich bin dafür, dass wir alle jetzt sagen, es ist eine systemrelevante Infrastruktur, dieses Unternehmen BioNTech. Da müssen wir vielleicht noch so ein Sondervermögen von 6 bis 8 Milliarden, sollte uns das schon wert sein. Denke ich auch. Stell dir vor, die wandern ab oder die hören auf oder haben dann gar keine. Ja, das ist ganz schrecklich, nachdem wir da ja nun wirklich noch überhaupt nichts reingesteckt haben in diese Firma und denen überhaupt nichts haben zukommen lassen. Nein. Denke ich auch. So ein Soli-Ugur oder so wäre ja vielleicht einfach eine ganz schöne Idee. Da ist natürlich auch die Frage, warum du dann in dieser Zeit auch noch deine Aktien alle verkaufst. Aber welche Aktien? Ich habe keine Aktien. Ich dachte, du hast 2 BioNTech-Aktien verkauft und schon ist das Ding irgendwie milliardenärmer. Ach so, nee, Aktien ist noch für mich. Nee. Ja, okay, aber das ist sie haben doch eine neue Impfung in der Pipeline, das ist mir auch gesagt, eine Krebsimpfung. Ja, aber die ist doch explodiert, die Pipeline. Ja, ach nee, da war ja die Impfung drin. Ja, so war das Uber mit seiner Yacht gegen die Pipeline gefahren.
Nein, sie möchten ja jetzt auch eine Impfung gegen Krebs. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob da was dran ist, eine Impfung gegen Schwangerschaft haben sie jetzt auch. Mhm. Sogar. Oh, ja, das ist aber ein großes Thema. Das solltest ja, du die macht so Tätowierungen, grüne Haare, Sidecut und Blech im Gesicht. Ja, das dürfte wirken. Das ist die Folge dieser Impfung und dann wird man nicht mehr schwanger. Ja, okay, also diese, zur Krebsimpfung habe ich nur gesagt, das finde ich merkwürdig, dass man gegen Krebs impft. Das gehört dann auch in Bills Programm wahrscheinlich. Also einen Abstrich in der Nase, Sie kriegen in 20 Jahren Krebs, wir impfen Sie schon mal. Ansonsten würde ich bei Krebs den Begriff Impfung nicht so richtig verstehen. Außer unter zulassungsrechtlichen Aspekten. Ist das nicht eine Viruserkrankung? Ja, das wäre ein Nobelpreis. Dachte ich immer, oder ist es bakteriell? Ja, ich weiß es gar nicht. Eins von beiden, man weiß es. Ja, beides. Beides wahrscheinlich. Oder dagegen kann man doch impfen, oder nicht? Also verstehe ich. Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, Impfung also geht ja schnell mit der Zulassung, wie wir wissen, innerhalb von Wochen. Acht Mäuschen testen und schon haben wir eine Zulassung für eine Krebsimpfung. Ich hätte das immer unter irgendwie Therapie verbucht bisher, Krebsbehandlung. Und lese mit Staunen von Impfungen, weil eine Impfung macht man doch vorher, damit man es gar nicht erst bekommt. Ja, eben. Also impfen wir uns jetzt alle dann gegen Krebs. Ja. Okay. Ja. Gut. Ja. Was ist denn da los mit der Frau von der Leyen? Naja, das haben ja, glaube ich, alle jetzt. Hat doch der Herr Sonneborn jetzt. Der Herr Sonneborn, den auch den. Der hat ja eine ganz plumpe Anmache da gebracht im EU-Parlament, ne? Ja, das dürfte jetzt ja deutschlandweit rum sein. Also dieser. Ja, müssen wir nicht viel zu sagen. Er hat sie nach ihrer Telefonnummer gefragt, ne? Ja, als erster Mann überhaupt. Ja, wegen der Mann hat Eier, oder? Ja, nach ihrer Handynummer. Naja, gut, aber das ist auch, ich weiß nicht, ob es inzwischen in der Taz stand, aber wenn man sagt, wir reden jetzt über eine Anklage gegen Frau von der Leyen wegen Korruption und wegen der hohen Kosten, die das jetzt verursacht hat, nur weil jemand sich dann auf dem Handy irgendwie einen Vertrag aushandelt und danach die SMSen löscht. Das ist ja auch ein Riesenskandal. Machen wir uns nichts vor. Es wird nur nicht groß darüber gesprochen. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wir haben ja jetzt das Hütchenspiel gemacht, also statt Pfizer noch weitere 10 Milliarden zu schulden für die Impfdosen, schulden wir Pfizer 10 Milliarden für Nicht-Impfdosen. Für keine Impfdosen. Ja. Um das mal abzukürzen, sag mir mal, warum wir das überhaupt diskutieren? Warum bezahlen wir das? Das kann ich dir genau sagen. Hm. Kennst du den Minotaurus? Ja. Ja, das ist ja eine gewaltige Bestie, die Zukunft des Gemeinwesens bedroht. Und was machen wir? Wir bringen ihr Opfer dar. Ach so. Und das, entweder liefern wir ihr und die Gesundheit und das Leben unserer jungen Menschen aus, oder wir bringen Geldopfer dar. Ah, okay. Das ist so ein Ochse, ne? Stier. Ja, genau, so ein Stier. Genau. Und der Pfizer. Der Pfizer-Taurus. Ja. Ja. Und damit wir, und in dem Fall finde ich das ehrlich gesagt besser, wenn wir dem einfach jetzt Geld in den Rachen werfen und ihn damit ruhig stellen, als wenn der nochmal darauf besteht, dass wir unsere Kinder mit irgendwelchen Sachen behandeln oder so. Ach so, das steckt dahinter. Du meinst, das ist der große mythologische Krieg von Gut gegen Böse. Und die Frau von der Leyen ist gewissermaßen die jetzt in der tragischen Rolle ist, dieses Opfer darbieten zu müssen. Ach so. Um uns alle zu beschützen. Okay, aber das heißt, Minotaurus hört dann danach auch auf, uns übernommen. Nein, so. Der macht weiter. Das muss man immer wieder machen. Das ist so eine Flat, die der hat. Eine Opferflat. Ja, das also so einmal pro Jahr oder so muss man das bringen. Aber dafür hat man dann auch Ruhe. Das kennen wir auch im kleineren Rahmen, etwa wenn es darum geht, dass man eine Gastronomie störungsfrei betreiben möchte und deshalb einzelnen Akteuren, die mit der Unterstützung vom Baseballschläger das zur Geltung bringen, wäre doch schade, auch einige Vergünstigungen betrachtet. Ja, genau. Mhm, ja, okay, das verstehe ich. Oder auch nicht. Also nochmal ganz klein wenig ernster, nicht viel, aber warum sagen wir nicht einfach Pfizer. Leckt uns am Arsch, euer Zeug, weil taugt nichts, wissen wir noch nicht genau, aber brauchen wir nicht. Auf keinen Fall möchten wir jetzt diesen Vertrag irgendwie erfüllen und weitere 180 Milliarden Dosen nicht abnehmen, für die ihr dann ein Ausfallhonorar nehmt. Wir bezahlen das einfach nicht. Das ist nur meine Frage. Warum wir das jetzt trotzdem machen? Warum bezahlen wir das jetzt trotzdem? Warum brechen wir nicht diesen Vertrag und sagen, Kinder, schönen Tag noch. Wir haben Verwendung. Weil die uns dann beim nächsten Mal im Stich lassen. Ich die dachte, dass ja sie uns Investitionssicherheit. Ach so, verstehe. Und du meinst, die haben beliefern ja uns auch ein nicht. Risiko eingegangen, indem sie diese Forschung betrieben haben
Und haben dann motzen auch alle rum und genau. Wir haben ja diese Forschung auch nicht finanziert, oder? Nein. Dann ist ja gut, bin ich ja beruhigt. Wenn ich jetzt mal ernst antworte, könnte es damit zusammenhängen, dass unsere PolitikerInnen nicht zwangsläufig in einer Verpflichtung gegenüber dem Volk oder den ihm anvertrauten EU-Staaten rechenschaftspflichtig sind, sondern als doch in einer gewissen Nähe zu großen Wirtschaftsunternehmen anzusiedeln sein könnten. Ja. Oh, das man haben könnte wir vergessen. Davon Lobbyismus oder Marionettenpolitik sprechen, wenn man das drastisch benennen wollte. Das haben wir vergessen zu erwähnen, weil der Robert hat das ja unterstrichen. Das fand ich sehr gut, dass er so offen war. Wir sind Politiker und folgen Machtinteressen. Das ist unser Job. Das hat er gesagt. Das war am Freitag. Ja. Und das ist auch völlig legitim. Also er hat unterstrichen, im ZDF übrigens, nicht irgendwo privat, dass er Machtinteressen folgt und das... Also nicht nur die Preise für Strom für die Industrie auf 6 Cent und so weiter senkt, sondern dass das eben einfach sein Job ist, Machtinteressen zu folgen. Ich finde, das ist, ich bin altmodisch, ich wusste das nicht. Das ist doch der Gedanke der Demokratie, oder nicht? Ja, das wollte ich dich gerade fragen, dass das so richtig ist. Gut, ja. Ja, das ist diese Stakeholder-Demokratie. Du weißt, der Stakeholder ist dieser Typ mit dem großen Stück Fleisch. Ja, ich weiß, der nicht der sagt, den Grillzwang nicht mehr anmacht, aber der das Fleisch hochhält. Genau. Und es sind halt die Anspruchsgruppen. Und da steht ja auch im Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht von den Stakeholdern aus. Richtig. Stimmt, das war das neue Grundgesetz. Ja. Und wenn der Robert das macht, und dann sagen immer alle, der ist so egoistisch, der versorgt irgendwie seine Buddies und so. Nein! Ja, der stellt sich in den Dienst der Machtinteressen. Ja, und sagt das ja auch offen. Weil das sind ja auch die einzigen, die uns retten können. Also man muss immer, das ist dieses alte, ich habe ja mal dieses, weißt du, irgendwie 412 Semester studiert und nichts verstanden, Wirtschaft. Das ist ja auch da immer dieses, der Mythos, also der Unternehmer wird uns alle retten und nur der. Du hast ja gesehen, also nicht nur der Stakeholder und die Firma Wiesmann hast du sicherlich auch mitbekommen, die ja jetzt abwandert, zahlt sagenhafte 1,5% Steuern auf das, was da an Geld fließt. Mhm. Da großes Dafür Kompliment retten sie uns ja in der Produktion von Wärmepumpen und die retten uns. Tragen damit zur Enteignung der Bevölkerung bei. Ja. Das ist doch ein guter Deal. Und das muss doch auch steuermäßig honoriert werden. Ach, herrlich. Ja. Ja, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Was habe ich denn hier noch Schönes auf meiner Liste stehen? Ich glaube, jetzt sind wir fast durch mit unserem Kram und können zur Pandemie kommen, oder? Ach, ja. Hm. Wollen wir mit der Aldi-Kassen-Episode beginnen? Mit der was? Mit der Aldi-Kassen-Episode. Ja, beginn mit der Aldi-Kassen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach so, ja, stimmt doch. Beginn mal mit Aldi. Ja. Ist immer gut. Also ich gehe ja immer gern noch zu Kai Karotte, ja, und weil ich da tolle, echte Menschen treffe, vor allem die an der Kasse, mit denen man dann auch mal sagen kann, ne, hier so, nicht nur beim Rewe, sondern bei mir läuft es halt nicht so gut. Ich mag das. Und sehe eine Person, die ich jetzt 3 Jahre lang nicht gesehen habe, eine Frau in den fortgeschrittenen Jahren, die ich kenne noch aus den Schulzeiten, als ich als Elternvertreter mich sehr eingesetzt habe, etwa für die Interessen ihres Sohnes, der, sagen wir mal, auch keine unkomplizierte Schulbiografie hatte und dachte eigentlich, die Frau mag mich und ich mag die auch. Und die war aufgelöst zu Beginn des Jahres 2020 und hatte große Angst vor dem Coronavirus. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ach, weißt du, so schlimm ist das möglicherweise gar nicht. Da gibt's dann auch Leute, die vielleicht nochmal eine andere Sicht haben. Guck dir doch mal ein Video von Wolfgang Wodak an, habe ich dann gesagt. Und dachte, dass ich ihr damit die Ängste nehmen könnte und dazu beitragen, dass sie sich ein bisschen politisch kalibrieren kann. Und dachte auch so, ja, ich habe so viel für die getan und habe eigentlich eine hohe Wertschätzung bei ihr. Dann, die wird das jetzt nicht von vornherein verurteilen, nur weil wenn der Vorschlag von mir kommt, wird sie dem vielleicht ein bisschen Bedeutung beimessen. Eine Woche später bin ich bei anderen Bekannten und erfahre von denen, dass ich nun ja offensichtlich ein politisch unzuverlässiger Kandidat sei, wie diese Frau berichtet, weil ich sowas wie Wodak-Videos propagieren würde. Und das würde ich fast sagen, hat etwas von übler Nachrede, Verleumdung. Wenn ich ein Bürgermeister gewesen wäre, hätte ich sie mit dem Paragraph 188 sicherlich in den Ruin treiben können. Habe ich aber nicht gemacht und habe nur gedacht, ach, das finde ich aber schade. Mich hat das ein bisschen verletzt. Mhm. Und diese Person treffe ich jetzt 2 Stationen vor mir an der Aldi-Kasse
und dachte, wie reagiere ich denn jetzt, wenn die mich grüßt? Und dann ploppt so ein Satz in mir auf, der sagt, na, wie geht's denn so? Du hast mich doch vor 3 Jahren verleumdet. Ich würde dir jetzt gerne die Gelegenheit geben, dich bei mir zu entschuldigen. So hätte ich das Gespräch gerne eröffnet. Ja. Und hätte dann, habe auch so einen gewissen, wie soll man sagen, einen gewissen, ja, Blutdurst wäre zu viel, aber doch einen gewissen Genugtuungshunger in mir verspürt. Und hätte auch gerne noch den Satz losgeworden, du, ich hatte eigentlich mit allem recht, was ich damals gesagt habe, und würde mir vorstellen, dass wir beiden wieder miteinander umgehen, aber dazu fände ich es jetzt mehr als überfällig, dass du dich bei mir entschuldigst. Mhm. Es ist leider nicht dazu gekommen, wenn ich das richtig verstehe. Ich habe diese Sätze so schon, die waren schon so im Register, so ich hätte die nur noch auf die Zunge schieben müssen und dann wären die auch bis zu ihrem Ohr vorgedrungen. Und auch sicherlich auch vor den Ohren der anderen Leute an der Kasse. Ich habe mich natürlich dann nachher gefragt, war ich selbstgerecht, wäre das überhaupt in Ordnung gewesen? Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Kann man so umgehen? Und das war schon, also ich hätte der verziehen, aber ich hätte mir schon vorgestellt, dass sie vielleicht so das Tiefkühlhähnchen mal kurz aus der Hand legt und auf den Knien vor mir rumrutscht und sagt, nee, das war nicht in Ordnung von mir. Ja, also so wie ich uns kenne, würde man dann schon, wir sind ja unter uns, also man würde nicht es bewenden, man würde nicht akzeptieren und dann sagt, ja, sorry, war halt so. Sorry. Also, sorry. Das müsste dann schon ein bisschen mehr kommen, oder? Also zumindest irgendwie gut gespielte Versuch oder sogar. Ja, oder vielleicht auch eine, mir hätte schon gereicht, wenn sie gemerkt hätte, dass das wieder bei mir angekommen ist, dass sie sich so ein bisschen schämt. Ja, aber du dass weißt, sie merkt, das ist, vielleicht war das nicht in Ordnung, vielleicht hat den das verletzt, so dass überhaupt das Gespür dafür, dass da ein Unrecht geschehen ist. Das vielleicht hätte mir das schon gereicht. Meinst du denn, dass das da ist? Oder dass das kommen könnte? Nee, aber dass wenn ich das jetzt zurückgemeldet hätte, dass sich das dann so eingestellt hätte. Also es ist ja immer so, es gibt ja diese Experimente, wenn du nur auf einen Knopf drücken müsstest und könntest Menschen zum Verschwinden bringen, fällt das meistens Menschen ja leichter, als wenn man jemandem gegenübersteht und dem so ein Bajonett in die Gedärme stoßen muss. Das ist ja schwerer. Ja. Und ich hätte dann gedacht, wenn sie dann spürt, dass das bei mir irgendwie auf eine verletzliche Seele trifft, dass sie dann zumindest merkt, dass das eine Wirkung hat. Das also, oder? Naja, du wirst ja wahrscheinlich noch Gelegenheiten haben. Vielleicht triffst du sie ja nochmal beim Kai Karotte oder sonst wo und kannst das ja dann nochmal, wenn sie nicht einfach wegläuft, kannst du es ja mal probieren, ihr eine Gelegenheit zu geben, sie zu entschuldigen. Ja, wenn sie heute, ich fand das sehr großzügig von mir. Ja, wenn sie heute zuhört, weiß sie ja auch, dass das irgendwie nicht mit einer 4+ irgendwie getan ist, da einfach, indem man einfach sagt, sorry, sondern da muss man schon. Ja. Ja, bitte. Ernst gemeint, gut formuliert und so, ja. Ja. Wir hatten das mal ganz kurz zwischendurch die Frage, glaube ich, auch am Wickel, ob man das überhaupt macht als höflicher Mensch. Erinnerst du dich mal kurz in einem Gespräch zwischendurch, die ganz ernst gemeint, die Frage, ob man denen das dann überhaupt sagen soll und darf. Auch mit der Impfung so. War mir heute nochmal oder in der letzten Woche nochmal sehr bewusst, weil die Welt macht es ja zum Glück hinter der Bezahlschranke von der Elke Bodderas, die ich sehr schätze aus dem, was sie in den vergangenen Jahrzehnten so geschrieben hat über die Pharmaindustrie. Wenn die dann einfach unhöflicherweise, aber zum Glück versteckt, schreibt, dass die Gefäßverschlüsse in der Retina, eben dass die Augenärzte alarmiert sind, ja, das da ist doppelt so häufig. Tatsächlich hat sie gesagt, unser ist ja fast doppelt so oft bei den Geimpften wie bei den Ungeimpften und dass das eine Nebenwirkung ist, die es tatsächlich sehr, sehr in sich hat. Das ist ein großes Problem. Wenn wir das irgendwie setzen in den Körper, dann haben wir da einen Vorboten von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Denn solche Dinge. Nochmal die Frage an dich und uns. Darf man denen das sagen? Darf man den Geimpften das überhaupt sagen? Oder muss man das sagen, das müsst ihr unter euch ausmachen? Wir haben ja zum Glück. Weißt du, was ich meine? Man kommt dann so selbstgerecht oder so, ja, Edge. Ist ja ganz so gemeint. Niesen hier. Ja, musst du auch machen. Naseninfarkt, ich habe es abgeschaltet. Also mein Niesen ist, also das habe ich von meinem Vater gehabt, das Niesen tatsächlich. Ich habe in einem kleinen Dorf gewohnt und man hat es also wirklich über mehrere Kilometer hat man meinen Vater niesen gehört. Okay, das habe ich jetzt eben nicht gehört. Ich habe es abgeschaltet. Das kommt jetzt gleich so mit Verzögerung. Kilometer war hörbar. Das Echo, ja.
Was könnten denn Motive sein, das zu sagen? Wir können das ja mal hinblättern. Was rechtfertigt ethisch, das zu sagen? Also es würde Ihnen zum Beispiel eine hilfreiche Information geben bei der Klärung der Ursachen Ihrer Erkrankung. Und daraus könnten sich Therapiemöglichkeiten ergeben, auf die man erst kommt, wenn man die Ursachen kennt. Und insofern wäre das ein Grund, Sie zu informieren. Es könnte einen Beitrag zu Ihrer politischen Bildung leisten und Sie davor immunisieren, auf so etwas nochmal reinzufallen und beim nächsten medizinischen Angebot, das man nicht ablehnen darf, ein wenig zurückhaltender zu sein, zur Vermeidung solcher Punkte. Mhm. Auch das wäre ein fürsorglicher, selbstloser Anteil. Man könnte auch unedlere Motive für dieses Sagen heranziehen, zum Beispiel, siehste, ich habe recht gehabt. Ja. Das finde ich wir legitim, ja. Also, würden wir ja nie machen. Würden wir nie machen, aber ich kann, es gibt, man könnte das tun. Oder man könnte auch sagen, das ist ja nicht nur so, dass die sich für eine bestimmte Variante zum Umgang mit bestimmten Problemen entschieden haben, sondern die haben ja auch Menschen, die diese Variante in Zweifel gestellt haben, nicht nur abqualifiziert, sondern auch politisch diskriminiert. Im hohen Maße, mit hohen Folgeschäden. Und dann wäre das eine Frage des Selbstschutzes, zu sagen, passt mal auf, wir sagen euch das jetzt. Wir hatten damals recht, ihr habt nicht auf uns gehört, ihr habt uns mit Füßen getreten. Und wenn es das nächste Mal kommt, befürchten wir, dass ihr noch Schlimmeres mit uns tut. Deshalb müsst ihr jetzt leider lernen, dass ihr da jemand auf dem Leim gegangen seid. Das wäre auch noch ein Motiv. Ja, das wäre für mich der entscheidende Punkt. Der die Höflichkeit schlägt, die wir ja auch manchmal haben. Also, dass man wirklich sagt, wir wissen, klar, das sind 8 von 10, die da mitgemacht haben. Also, die Gefahr ist und bleibt groß, dass sie bei nächster Gelegenheit das machen werden, aber ich denke auch, den Selbstschutz müssen und sollen wir versuchen. Zum Glück können wir jetzt ja über unsere Blase hinausweisen Richtung Weltbezahlschranke. Und oder auch, glaube ich, inzwischen 1-2 andere Mainstream-Publikationen, die ja zum Beispiel das, was der Dr. Vosshaar von Anfang an gesagt hat, von 2020 an, dass diese Zwangsbeatmung tödlich ist, das ist ja inzwischen auch im Mainstream angekommen tatsächlich. Also weil Vosshaar sich den habe ich schon im April 20 gelesen mit Sorge. Ich auch, genau. Das könnt ihr doch nicht machen. Also nur weil die finanziellen Anreize so groß sind, müsst ihr doch jetzt nicht jeden irgendwie Druckluft beatmen. Das ist doch tödlich. Das ist einfach wahnsinnig gefährlich, gerade für Menschen, die schon vorher vielleicht ein bisschen älter waren. Vosshaar legt sich ja jetzt fest mit 20.000 Toten. Also er sagt, wir haben 20.000 Menschen umgebracht durch diese Praxis. Und die Praxis war motiviert finanziell. Auch Gunter Frank und die können es nachsteigen mit dem Mörser-Modell, weil es ist ja in Mörs völlig anders gemacht worden. Das heißt kein Küchengerät, sondern es geht um die Stadt Mörs, wo das so gemacht worden ist. Und Vosshaar hat jetzt ja nochmal nachgelegt. Ich finde, das ist ganz gut. Wir müssen jetzt nicht mehr Spielverderber sein, sondern es ist im Mainstream und für die Geimpften angekommen, die Information. Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ja, gut. Schön ist das nicht. Wir halten es aus. Friedrich Nietzsche sagt ja, der Mensch liebt ja die unbequeme Wahrheit genauso wenig, wie er die angenehme Lüge verabscheut. Also es ist ja gut. Nochmal, wir sind ja hier. Wir sind auch nicht nachtragend. Viele sind ja da auch reingedrängt worden, haben der Regierung vertraut. Dafür gab es keine Gründe. Dennoch weißt du, das Fass werden wir heute nicht aufmachen. Ich bin ja Pandemieleugner. Und möchte gern nochmal irgendwann bei anderer Gelegenheit dieses Fass ein bisschen weiter aufmachen, was da eigentlich vorgefallen ist. Wir haben inzwischen alle Zahlen und ich glaube, man muss das nochmal sehr, sehr gründlich und sehr deutlich sagen. Wir hatten kein besonderes Geschehen in 2020. Die Tatsache, dass jetzt die Übersterblichkeit nicht in der Pandemie stattgefunden hat, sondern danach stattfindet, ist auch eher ungewöhnlich für Pandemien. Ja, wobei das ist ja ein ganz besonderes Virus. Also das kann man schon erklären. Ah ja. Das Virus war ja von vornherein so durch eine Widersprüchlichkeit in so dynamischen Lagen auch gekennzeichnet. Das Erste, was auffällig war, im Unterschied zu anderen Pandemien, dass es ja diese symptomlosen Erkrankungen gab. Ja, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja, und deshalb gibt es natürlich auch postpandemische Todesfälle. Ach so, ja. Also all die symptomlosen Kranken sterben jetzt in einer großen Übersterblichkeitswelle nach der Pandemie. Ja, okay, auch die
kranken, nicht geborenen Kinder, die Jugendlichen und so weiter. Ja, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich bin da vielleicht nicht vollständig einverstanden mit dieser Lesart, aber das würde ich gern wirklich mal mit. Und ich habe sie auch nicht vollständig ernst gemeint, aber. Ja, das weiß ich. Ich verstecke mich ja nur hinter meinem medizinischen Unwissen, um zu verbergen, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Genau. Aber zum Thema Kinder, das ist, vielleicht nehmen wir das auch nochmal ran. Da hatte ich jetzt, wir hatten ja beide die Statistik gesehen, die von Homburg, glaube ich, gezeigt wurde mit dem Zurückgang der Lebendgeburtenzahlen im signifikanten Ausmaß. Die Grafik selber war ein bisschen suggestiv, weil sie bei 50.000 Geburten pro Monat den Nullpunkt gesetzt hat und man das Gefühl hat, es werden ja gar keine Kinder mehr geboren. Ja. Aber der Sachverhalt, ich habe das nachvollzogen, du ja auch bei Statis oder so, ist ja tatsächlich, dass wir im Bereich von 10% weniger Lebendgeburten haben. Mhm. Und dann habe ich nochmal recherchiert, dass wir im letzten Jahr einen Rekordwert an Abtreibungen hatten. Da hat er zumindest das ZDF genannt. Und das klingt ja jetzt so, ja, das sind halt weniger Geburten, weil wir mehr Abtreibungen haben. Und damit kann es ja nicht an der Impfung liegen. Und ich habe in der Frage mit Tom Lausen diskutiert. Der war, und das hat mich jetzt wirklich überrascht, ich dachte immer, der ist allwissend und allmächtig. Und wenn ich den anrufe 5 Minuten vor der Sendung, dann präsentiert er mir die Daten. Und da hat er mir gesagt, also wenn ich jetzt ihm eine Viertelstunde geben würde, könnte er mir die geben, aber nicht in 5 Minuten. Das habe ich natürlich auch verstanden. Auch Tom Lausen ist auch nur ein Mensch. Ja. Aber er meint, die Forschungsfrage wäre ganz interessant, mal überhaupt jetzt aufzuwerfen, was sind denn die Gründe für die vielen, vielen Abtreibungen? Da gibt es eine ICD-Nummer, die den Zustand des Fötus auch zum Abtreibungsgrund heranzieht. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und er wird sich darum kümmern und ich verspreche, dass ich das auch hier in der Sendung dann bekannt geben werde, wie dieses Verhältnis tatsächlich ist. Es können also Abtreibungen geben, die aufgrund von impfbedingten Erkrankungen des Fötus erfolgen können oder auch des Kindstodes und so weiter und so weiter. Wie auch immer, bedenkliche Zahlen, bedenkliche Phänomene und auch ich habe gehört, dass Christoph Kubander sich damit beschäftigt hat beim Multipolar, glaube ich, und Zusammenhänge zu sehr vielen Schwangerschaften aufgewiesen hat, wo man dann über Schwangerschaftskomplikationen, über Übelkeit oder so zum Arzt gegangen ist, aber dann trotzdem kein lebendes Kind bekommen hat. Und was Tom Lausen und ich sowohl gemeinsam berichten, ist, dass Hebammen auch immer wieder erzählen, dass es dann Leute in Geburtsvorbereitungskursen gibt, die dann aber irgendwann nicht mehr kommen. Nicht, weil sie in eine andere Hebammenpraxis gegangen sind, sondern weil einfach das Kind gegangen ist auf tragische Weise. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir wissen, woran das liegt, aber dass eine Gesellschaft das als zufällige Zahl einfach hinnimmt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, das finde ich also sowas von kalt und zynisch. Also erstmal im Hinblick auf das Leid der Familien, die das hinnehmen, das Leid der Kinder, die ihr Leben beenden, bevor es begonnen hat, und im Hinblick auf die politisch offene Frage, ja, was sind denn die Gründe dafür? Ja, dass du jetzt zwei verantwortliche Instanzen nicht genannt, die hier durch Abwesenheit dänzen. Das ist einmal die Politik, also die Gesundheitsbehörden, die RKIs, PAIs und wie sie alle heißen, von denen wir ja erwarten, dass sie genau diese Warnsignale auch dann ernst nimmt und mit Nachdruck aufklärt. Und wenn die das schon nicht machen, dass unsere Presse sie bitte vor sich hertreibt und sagt, wir wollen wissen, was dahinter steckt. Genau. Dass wir das machen müssen, oder du und Tom, ja, machen es ja gern. Muss eigentlich nicht unser Job. Ich freue mich aber, wenn Tom dazu was zu sagen hat in 2 Wochen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wollen wir noch über die Mütter sprechen? Du wolltest über die Mutter sprechen. Ich lehne mich jetzt zurück. Du hast gesagt, du wolltest eine halbe Stunde über Mütter sprechen. Ja, du wolltest ja nicht. Ich nehme dich jetzt zurück. Ich habe schon ein paar Ideen dazu. Aber ja, ich finde, nicht mal los. Ich habe nur ein großes Lob für die Mütter. Deine habe ich ja schon. Also ich würde gerne mal zur Philosophie der Mutterschaft was sagen. Ja, als gebärende Person. Das war, glaube ich, der Anknüpfungspunkt. Genau. Ja, ich finde das ist ja der eigentlich die Zerstörung der weiblichen Kategorie der Mutterschaft durch eine Funktionalisierung als Gebärmaschine letztendlich, was man immer wieder abgelehnt hat, ja. Und ich habe jetzt ein schönes Konzert gehört, was angekündigt wurde von einer italienischen Komponistin, die gesagt hat, es gibt sowas wie eine männliche Einsamkeit, die daher rührt, dass die Gesellschaft nicht mehr als Mutter eine bestimmte Wärme, Liebe, Anerkennung und Zugewandtheit den Menschen entgegenbringt, sondern dass es sowas wie eine kalte Maschine geworden ist. Mhm. Und was mir daran aufgefallen ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr positiv über Mutterschaft reden dürfen oder über Mütterlichkeit,
weil das ist natürlich durch die Nazi-Zeit, weil Hitler ja die Mutter so hochgeschrieben hat mit Mutterkreuz und so weiter, ist ja jede Form von Mutterschaft oder Wahrnehmung dieser femininen Rolle gleichzeitig politisch verdächtig, reaktionär und auch antifeministisch, anti-emanzipatorisch, also Frauen, die sich selbst bestimmen, werfen diese Rolle ab und definieren sich jeweils anders. Und ich glaube, dass damit eine ganz große Farbe verschwindet im Spiel der menschlichen Rollen, zumal es ja auch Mütterlichkeit gibt, die sich seitens von Männern zeigt. Also zum Beispiel dein Buch Quintessenzen, wer es noch nicht kennt, der kauft sich das bitte jetzt, ist geprägt von einer sehr mütterlichen Wärme im Hinblick auf eine nächste Generation, der man ein bisschen Geborgenheit im Sinne von Weisheit schenken möchte, oder? Das freut jetzt meine Mutter, die ich nicht mehr anrufen kann, aber ja, wenn du das sagst. Ja, und diese Vertilgung von Familiarbeziehungen als Modell der gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Begegnung, das zeigt sich auch an anderen Beispielen. Ich weiß nicht, ob du das als Kind noch kennst. Da hat man fremde Männer mit Onkel angesprochen, oder? Kennst du es noch, wenn es so jemand gab, der war zwar nicht, der war Nennonkel oder so, ne? Das war jemand, der, mit dem war man sich nicht verwandt, aber der hatte eine quasi die familiäre Beziehung. Das heißt, die Brücke für das Kind in den Raum des Öffentlichen wurde gebaut über quasi familiäre Beziehungen. Mhm. Und natürlich ist Mutterschaft nicht etwas beliebig Austauschbares, aber es ist eben doch eine wesentliche Rolle und die Kinder rufen halt nicht gebärfähige Person, sondern die rufen Mama. Ja, das heißt, da ist irgendwie eine Beziehungserwartung, eine Art Geborgenheit, ein Behütetsein, eine Wärme, eine lebensschenkende Kraft und die würde ich gerne auch weiterhin mit Mütterlichkeit bezeichnen wollen. Ja, deswegen ist es ja, das ist ja was für dich, ne? Also dass man sagt, jetzt ersetzt man den Begriff der Mutter und man kann es ersetzen durch gebärfähige Person, weil das ist ja das technisch beschrieben. Das ist doch eigentlich für dich also ein ganz, ganz tiefrotes Tuch, weil hier ja ein Konzept, und das hat ja eine Riesenbedeutung in ganz, ganz viele Richtungen, der Begriff der Mutter ersetzt wird durch eine technische, eine Gebrauchsanweisung. Also das ist das, was die dann kann, und darauf wird es reduziert. So, genau. Man kann auch Sex reduzieren, das mache ich jetzt nicht auf explizit, aber ne? auf Steckspiel oder sowas, und das ist ja nicht der Punkt. Und das finde ich dramatisch, genau wie du, glaube ich, auch, dass man sagt, dann lassen die Leute sich aber so auch einreden, als wäre es das. Also ließe sich dieser ganze Kosmos, der mit dem Begriff der Mutter verbunden ist, reduzieren auf so ein Manual, so eine technische Kurzfassung. Ja, und das Interessante ist, wenn du das erstmal funktionalistisch reduzierst, ja, auf eine bestimmte Funktion, findest du ja auch Funktionsäquivalente, die dann an die Stelle treten können. Ja. Ja, und damit entweihst du, entzauberst du alles, was irgendwie das große Geheimnis unserer Existenz auf der Welt ausmacht, zu etwas Soziologischem oder Biologischem, das irgendwie funktional beschrieben werden kann und dann eben aber auch nur noch als diese Funktion ist. Und es entsteht eine unglaubliche nihilistische Kälte und die Menschen wundern sich plötzlich, warum ihnen alles so fremd und düster vorkommt. Ich erinnere mich ja selbst an diese reduktionistische Erfahrung. Du erinnerst dich vielleicht noch, als ich an der Spülmaschine vorbeigelaufen bin und gedacht habe, ob ich nicht hineinkriechen möchte wie zurück in einen Mutterleib. Wobei ich da, glaube ich, nicht meine Mutter funktionalistisch unterlaufen, sondern die Spülmaschine mütterlich überhöht habe. Schön, ja, so. Mir fiel noch, wenn ich das sagen darf, mir fiel noch die Frage ein. Also eine gebärunfähige Person, das wären ja dann wir, oder? Denke ich. Oder Kinder. Oder Kinder. Alte Frauen. Aber also Vater wäre dann gebärunfähig und am Vatertag dürften dann alle gebärunfähigen Personen teilnehmen, also zum Beispiel auch welche, die in den Wechseljahren sind. Das würde ja heißen, dass irgendwelche uralten Frauen dann die besoffenen Männer begleiten dürfen, legitimiert. Weil die alle gebärunfähig sind? Nein, das habe ich jetzt nicht. Was hast du hier für Fantasie? Ich versuche nur, was wird denn dann aus dem Vatertag? Also Vater ist es dann auch nicht mehr. Ja, der wird auch abgebaut. Das kann ich tatsächlich, also hat mein Sohn noch erzählt, dass sein akademischer Chef ihm erzählt hat, dass in seinem Kindergarten keine Vatertagsgeschenke mehr gebastelt werden, obwohl es ein katholischer Kindergarten ist, weil es natürlich auch Kinder ohne Väter gibt und die würde man ja damit verletzen.
Diesen Vatertag-Gedanken habe ich nie verstanden. Ich dachte, das ist... Das ist eine Erfindung, Gott, damit Gott, die Kerle Herr, sich besaufen können. Ja, Himmelfahrtskommando, das ist auch nicht, das ist was anderes als... Yeah. Ja, aber trotzdem finde ich diese Argumentation so ganz... Wollen wir in Richtung Identitätspolitik noch die Schraube einen weiterdrehen? Ich habe ja mit Freude auch erfahren, dass die Hollywood-Oscar-Verleihungen eine Diversity-Quote zur Voraussetzung von überhaupt nominierungsfähigen Filmen erlassen haben, dass du also eine bestimmte... Du musst halt Persons of Color dabei sein, Persons of Gender und Persons of irgendwas. Und die müssen sich in einer bestimmten Quote in den Haupt- und Nebendarstellern so auffächern und auch in den Beteiligten hinter der Kamera. Ach so, um überhaupt zugelassen zu werden als bester Film. So hat mir das ein junger Mann berichtet, der sich da sehr gut auskennt. Wobei wir dann direkt die Frage aufgeworfen haben, ja, ist das denn jetzt, wird das auch nochmal genauer quantifiziert? Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel jetzt phänotypisch jetzt nicht als Person of Color erscheinen, sondern als Person of, wie nennt man die anderen jetzt? Also Person of Whiteness? Weiß ich nicht. Ja. Aber in ihrem Stammbaum Persons of Color hatten. Ja. Okay. Kann man das so aufaddieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Person of Color als Großvater habe, dann bin ich ja fast zur Hälfte. Ja. Ja, bist auch fast Person of Color. Person of Color, auch wenn man es nicht mehr sieht. Ja. Auch wenn man es nicht mehr sieht. Und muss man dann so einen Person of Color Nachweis erbringen, den man dann einbettet in so eine Art Algorithmus, der dann genau berechnet die einzelnen Anteile. Und dann wirft sich für mich jetzt die Frage auf, hat das nicht rassistische Züge? Gut hingearbeitet auf die Pointe, die mir auch gerade auf der Zunge lag. Sehr schön. Ja, ja, könnte man. Drauf kommen, so was Ähnliches gab es doch schon mal mit anderen Vorzeichen. Also wollen wir das alles? Also ist das... Ja, also um das beurteilen zu können, müsste ja auch jeder gescheite Algorithmus tatsächlich deinen ganzen Stammbaum und den Reinheitsnachweis oder was auch immer, verschiedene farbige Nachweise, dann tatsächlich auch prüfen und evaluieren. Dann kann man sich auch eigentlich diese Abstimmung, ob der Film jetzt qualitativ oder künstlerisch irgendwas taugt, sparen. Ja. Und eigentlich kann man doch dann auch diese Kriterien anlegen und dann, solange wenn das dokumentiert ist, so schön über 30, 40 Generationen, dann kriegt man den Woken Oscar. Ja, genau. Automatisch. Soll keiner mehr. Gibt's muss sich auch keiner mehr angucken. Das kann ja nicht moderieren. Aber sag mal, gibt es eigentlich auch Person of Klima? Weiß ich nicht, habe ja gerade genannt, dass also in Spanien ist Klima und der Rest Europas hat Wetter. Was heißt das? Nee, in Spanien ist so warm. Also sonst war es überall kalt. Verstehe. Nee, Person of Klima, was soll das sein? Ich weiß es nicht, aber gibt es bestimmt auch. Und was ich auch nicht weiß, das ist völlig einfach. Was ist denn dieses N-Wort? Ich habe gehört, wenn man das sagt, dann kriegt man ganz große Schwierigkeiten. Aber ich weiß nicht, was das ist. Sag mir das mal, was das ist. Meine Tochter hat schon befürchtet, dass du irgendwann so einen Quatsch machst. Nee, Matthias, das wird dir keiner sagen, was das ist. Wenn mir keiner sagt, wie das heißt, dann stell dir vor, ich sag das jetzt aus Versehen. Ja, das. Der Palmer soll das ja mal gesagt haben. Ja, nein, können wir jetzt nicht helfen, du. Also mit dem N-Wort. Aber ich frage auch immer an der Uni, also diese ganzen jungen Leute, was ist denn das N-Wort? Die sagen was ist das denn auch das nicht. N-Wort? Das sagt mir kein Mensch, sagt das. Mm-mm. Nee. Wirst du leider unwissend, hoffen die noch lange leben, aber das. Also von dir, du sagst es mir auch nicht, okay? Nein. Das ist ein Geheimnis bleiben. Hm. Ja. Wie so vieles. Gut, zu den Müttern. Faust lesen wir jetzt nochmal. Nein, du gehst jetzt zu deiner Mutter und trinkst noch einen Kaffee. Ja. Hoffe ich. Bringst Blumen mit. Ja. Und, nimmst du mal unbekannterweise von mir in den Arm. Ja, ich bin ja auch Fan von dir. Ja. Doch. Ich bin auch Fan von dir. Meine Mutter hätte das ja gefreut, wenn man sagt, das ist so ein netter Typ, der mag mich. Also den Jungen. Ja, meine Mutter freut sich auch. Ja, klar. Schon. Ja, sage ich ihr. Ja, wir müssen ja, wir haben ja noch was anzukündigen, ne? In dem auf die nächsten Sendung. Oder abzukündigen, genau. Ja. Ach so, nicht vergessen. Stimmt, wir sind nächste Woche nicht da. Das hat einfache Gründe. Die Menschen, die uns so freundlich für Kleingeld helfen, müssen auch gelegentlich Geld verdienen, um B&B sich leisten zu können. Wir freuen uns, wenn ihr da draußen weiter mithelft, aber wir können das nicht immer verhindern, dass dann die guten Leute um uns herum auch mal woanders arbeiten müssen.
dann haben wir die Technik nicht, die wir brauchen. Und das ist dann hoffentlich in der Woche danach wieder der Fall. Da ist zumindest geplant, dass du dir dann mal Tom irgendwie einlädst und ich vielleicht auch einen Gast habe und vielleicht sind wir dann auch schon wieder zusammen da. Und ich drehe den nächsten Vortrag zum Thema Blödheitsvirus. Ja, ja, da muss ich mit dir nochmal, ja, muss ich mit dir nochmal privat drüber reden. Darüber möchte ich nochmal ein Buch schreiben über Blödheit. Mein Arbeitstitel ist Tump. Ja, ich möchte gerne mal so eine, ja, okay. Aber das machen wir mal privat. Ja. Das kommt jedenfalls auch, B, zur Sache. Das Blödheitsvirus oder der Blödheitsvirus? Das habe ich nie verstanden. Ist das der oder das? Ja, die weiß ich nicht. Vielleicht wäre die ganze Pandemie vermeidbar gewesen, wenn man da die grammatisch ein bisschen subtiler gearbeitet hätte. Ja, der oder das, die Blödheitsvirus von Matthias. Ja, ja, du, aber Geschlechter sind sowieso sozial konstruiert, insbesondere bei Viren. Ja. Ja. Weißt, ich bin ja in Dänemark, hier gibt es sowas gar nicht. Da gibt es keine getrennten Toiletten, auch keine getrennten. Kein Geschlecht, ja. Nee, es gibt auch keine Artikel. Wie pflanzen sie sich fort in Dänemark? Es gibt das schon, das wird dann aber auch wieder das N-Wort nicht groß irgendwie erwähnt. Da passieren dann so Sachen. Gut, das machen wir ein andermal. Okay. Für heute liebe Grüße an die Frau Mutter und an die Mütter da draußen. Schön, dass es euch gibt, sonst gäbe es uns nicht. Habe ich das jetzt zu weit reduziert auf... Nein, weil es gibt uns ja nicht nur physisch, sondern die Mutterschaft ist dann, wenn es gut läuft, und das ist, glaube ich, in den meisten Fällen der Fall, ja auch eine Überlebensration, die über die ganze biografische Strecke ausreicht. Also die Liebe deiner Mutter, an der wärmst du dich noch auf deinem eigenen Sterbebett. Ja. Das war wirklich ganz, oh Gott, jetzt sind wir am Ende und haben schon albern, aber das war wirklich mein Doktorvater hatte einen schweren Schlaganfall, keine Familie, ich habe ihn gepflegt. Und man konnte ihn nie wieder verstehen, außer als er weinend da lag und nach seiner Mama rief, als alter Mann. Hm. So viel zum Thema Muttertag. Lassen wir es dabei bewenden. Ja. Machen wir. So, jetzt gehen wir in den Sonntag. Es war mir eine Freude mit dir. Bis dann. Wir sprechen uns noch. Tschüss.